Und in diesem Finale geht es dann um die Wurst. Und weil ich jetzt schon langsam in den Tunnel kommen muss, um mich zu konzentrieren, damit ich diese Show behalten kann, würde ich gerne übergeben an eine Person, die diesen Job tausendmal besser macht als ich. Katrin Bauerfeind! Also ich dachte, wir tanzen. Weirde Begrüßung und Könnte. Komm ich mit, Katrin Bauerfeind. Na, Schiffchen. Na, na. Alles klar? Willkommen zurück. Dankeschön. Willkommen zurück. So, wie sieht's aus? Machen wir's heute, oder? Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Du hast schon wieder drei Münzen, das ist doch optimal. Aber jetzt ist Druck da, weil ich hab's schon einmal verkackt, das Finale. Ja, setz dich jetzt nicht so unter Druck. Ich erkläre nochmal die Regeln, damit wirklich auch gar nichts schiefgehen kann. Also ich stelle euch Quizfragen. Ihr versucht sie natürlich richtig zu beantworten. Ich gebe dir für jede richtige Antwort einen Punkt. Und hier, Joko, gebe ich einfach immer einen Punkt. Beziehungsweise du hast dir diese Münzen erspielt, um sie einzusetzen. Nämlich immer dann, wenn du denkst, Joko wusste es nicht, er hat die falsche Antwort. Mhm. Dann muss er uns seine Antwort nennen. Wenn sie tatsächlich falsch ist, bekommt er den Punkt nicht, was sehr gut wäre. Du spielst mit der Münze weiter. Im umgekehrten Fall nehme ich dir die Münze ab und Joko bekommt den Punkt. Wenn du keine Münze mehr hast, ist es sofort vorbei. Ansonsten gilt wie immer, wer zuerst 5 Punkte hat, moderiert nächste Woche diese Show. Okay. Hier ist das Finale. Richtig aufgeregt. Nein, atme doch mal durch. Alles wird gut, du auch? Ja, danke. Gut. Wer schrieb das Buch 1984? Ah, ich muss ja taktieren. Ja. Ich will ansetzen, sofort gucken. Im Wilden Westen. So. Oder blind schreiben. Aber du weißt, es muss leserlich sein, Joko. So. Tommy, du hast? Ja. Joko, du hast? Nee. Ist in the making. Genau, sehr gut beobachten, was passiert. Aber jetzt. Wenn er den Vornamen falsch hat, ist es auch falsch, ne? Ist falsch, ja. Es braucht den richtigen Namen. Was für eine interessante Frage. Ich versuche jetzt richtig unangenehm, dich zu lesen. Ich glaube, du hast den Nachnamen richtig. Darf ich dir noch eine Frage stellen? Ich habe das heute in der Sendung wahrgenommen. Du hast mich sehr häufig zur Seite genommen nach so Kategorien, wenn hier umgebaut wurde, was dann man im Fernsehen nachher nicht sieht, wo wir aber kleine Pausen im Studio sind. Und dann hast du immer gesagt so, Joko, das war eine schwierige Frage. Hättest du das gewusst? Und ich habe immer sehr ehrlich geantwortet. Bist du so jemand, der im Verlauf der Show schon taxiert und sich dann denkt... Ich bin der Lupin von ZDF Neo. Ich versuche dich vorher schon zu lesen. Nein, das war tatsächlich vorbereitet aufs Finale. Das war freundschaftlich. Ja, wirklich, du riechst so gut. Deswegen bin ich dir so nahe gekommen immer. Riecht wirklich fantastisch. Vielen okay. Dank. Ich weiß leider nicht, wie es heißt. Victoria Beckham von Rossmann. 12,99. In diesem Glasschrank. Wo ich Schlüssel holen muss. Endlich ist dieses Geheimnis gelüftet. Jack Daniels. Wir wollen nicht vergessen, worum es eigentlich ging, um die Frage, wer hat 1984 geschrieben? Tommy, deine Antwort ist? George Orwell. George Orwell ist die Antwort und diese Antwort ist selbstverständlich richtig. Okay. Fuck off. Das ist schon mal dein Punkt. Wann hast du Abi gemacht? Das ist bestimmt so, aber wo hast du NRW, ne? Aber da gab es ja noch kein Zentralabi, 70er. Nee, wann hast du Abi gemacht, Joko? Ich muss mal kurz aufschreiben. Tommy. Das sind seine Witze für die Gen Z, weißt Tommy du? Tommy Schmidt. Nie wieder. Nee, aber der hat das 100 Englisch-Grundkurs. Hast du das bestimmt gelesen? Mm. Ich glaube, er weiß es. Ja? Setz nicht, nee. Okay. Tommy setzt nicht, Joko weiß es. Das heißt, ein Punkt für Joko. Verrätst du wieder nicht, ne? Na. Wenn du mich nach der Sendung betrunken machst, vielleicht. Also ja. Also nur Sie zu Hause wissen, was Joko aufgeschrieben hat. 1:1 steht es jetzt. Die verschiedenen Lohnsteuerklassen in Deutschland sind nummeriert von Steuerklasse 1 bis Steuerklasse...
Jetzt verkacke ich's. Von Steuerklasse 1 bis zu welcher Steuerklasse geht es bei uns in Deutschland? Das ist ja das einzige, eine der wenigen schönen Sachen am Medienbranchenberuf, all diese Sachen komplett outzusourcen. Ja. Deswegen mache ich das nur. Das war jetzt klar. Ja. Das ist wirklich, oh Gott, ist das peinlich. Von 1 bis hast du gefragt, ne? Von 1 bis. Bei 1 geht's los und es geht bis... Ja, schon mal 1 bis schreiben. Richtig. Das ist so unangenehm. Oh. Was hast du gesagt? Du bist Schwäbin, du weißt sowas sofort, ne? Steuern und so. Ja, das... Oder bzw. auch alle anderen Leute außer mir wissen das. Bei uns keine Geburtsurkunde, kriegst du gleich so eine Lohnsteuerkarte. Scharfe Häuschen. Die da sind Bausparvertrag. Auch alles, das ist ein Gesamtpaket. Oh, ich schäme mich. Ich weiß es nicht. Steuerklasse bei uns gibt es von 1 bis. Darüber sprechen wir jetzt gleich. Okay, ihr habt beide aufgeschrieben. Das heißt, wir lösen auf. Die Steuerklassen in Deutschland sind nummeriert von Steuerklasse 1 bis Steuerklasse, Tommy? 4. 4. So peinlich. Bis wohin geht's? 6! Ja, jetzt haben wir es gehört. Jetzt haben wir es gehört. 1 bis 6. Wie in der Schule, wie Noten. Naja. Oh Gott, ey. Ich will einfach nur im Erdboden versinken. In der Höhle. Habt ihr 6? Eine hier in der Nähe? Nee. Das nachher nochmal rein. Zweit- und Nebenverdienst ist Steuerklasse 6. Bis dahin geht's. Okay, kein Punkt für Tommy. Boah, Alter. Aber was ist mit Joko? Weiß Joko, dass es 6 Steuerklassen gibt? Wann warst du denn jetzt mal Steuerklasse 2? 3, 4, 5. Okay. Ja, ich lasse ihn davon ziehen. Ich glaube, er weiß es. Ja? Ja. Okay. Tommy setzt nicht. Das bedeutet, Joko bekommt einen Punkt und zieht vorbei. Fuck. Und damit steht es 2-1 für Joko. Und Tommy hat noch alle Münzen. Wie heißt der Autor der Drei-Groschen-Oper? Der Autor der Drei-Groschen-Oper. Oh fuck, ey, ich bin gerade richtig Loch im Kopf. Sag mal das so? Nee, ne? Daran merkt man, dass es irgendwie nicht gut ist. Alter, das ist gerade peinlich. Die Drei-Groschen-Oper. Ein Klassiker. Ja, ja, eben. Schule und so, ne? Schule, ja, aber ist ja auch lange her. Aber du hast schon aufgeschrieben. Ja, ja. Gut. Ich schwanke zwischen 2 Namen, aber ich hoffe, das ist richtig jetzt. Hab ich neulich noch in einem Café gelesen, weißt du, mit einem Künstlerschal. Ja, beim Glas Rotwein. Ja, einfach mal zum Runterkommen. Ja, ich weiß. Hat sie einen schwarzen Rollkragenpulli auch an? Ja, sonst nix. Aber Brille halt auch, ne? Klar. Ja, wichtig, Hornbrille. Ja. Joko muss auch noch aufschreiben. Was passiert jetzt und ist abgeschlossen. Das heißt, wir lösen auf die Drei-Groschen-Oper. Wer hat die geschrieben? Bertolt Brecht. Bertolt Brecht ist richtig. Gut. 2-2. Glaubst du, Joko weiß, dass die Drei-Groschen-Oper von Bertolt Brecht ist? Schule ist noch ein bisschen länger her. Erinnert er sich? Ich denke, das heißt, er denkt, du erinnerst dich nicht. Joko, von wem ist die? Ich habe es nicht mal gelesen. Okay. Das gibt es nicht, ey. Was ist das? Was hast du aufgeschrieben? Ach, das ist doch vollkommen egal. Sagst du es uns? Ich wollte einen guten Gag machen, den habe ich mir gespart, weil ich dachte mir, ey, lieber schreibst du sowas wie Mozart. Vielleicht hast du einen Volltreffer im Blinden. Hat auch ein Buch Entschuldigung. Sorry. Ja. Das steht 2-2. Und die Münze bleibt auch bei dir. Du kannst sie wieder zurücknehmen. Welche Lebewesen haben ein sogenanntes Revolvergebiss? Ein Revolvergebiss haben welche Lebewesen? Das ist die Frage. Hm.
Revolvergebiss, beide haben schon aufgeschrieben. Stefan Raab. Wow. So, meine Damen und Herren. 60 Zähne locker. Also, das Revolvergebiss, um hier mal ernst zu bleiben. Ja. Das haben welche Lebewesen? Haie. Haie, ist richtig. Ja. 3 Punkte für Tommy. Joko hat auch relativ schnell aufgeschrieben, was glaubst du, weiß er es oder hat er nur so getan? Ich befürchte, er weiß es. Ja, hat sowas, er? Diese ganzen, sowas weiß der. Ja, weiß er? Das heißt, er kriegt den Punkt? Ja. Joko hat einen Punkt. Damit zieht er wieder nach. Es steht 3-3. Hervorragend. Wie heißt der mürrische Kapitän, der Tim und Struppi auf ihren Abenteuern zur Seite steht? Der mürrische Kapitän, der Tim und Struppi auf ihren Abenteuern zur Seite steht. Ja, es liegt noch weiter zurück als Bertolt Brecht. Tim und Struppi. Das ist jetzt wieder, jetzt tut er wieder so. Aber ich bin auch ein schlechter Pokerspieler. Vielleicht tut er auch nur so, um so zu tun, dass er so ja, tut. Ja, das ist es. Und er ist richtig gut in so tun, als ob er so tut, als ob er so tut. Mhm. Ja. Ich glaub's dann irgendwann selber. Ja. Aber schreibst schon auf und du hast Ege sehr schnell aufgeschrieben? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Okay, dann lass uns auflösen. Captain Haddock? Captain Haddock, das ist richtig. 4, du hast 4 Punkte und Joko hat 3. Und du hast 3 Münzen. Ich weiß nicht, ob du es wirklich tun möchtest, aber... Ja, doch. Du bist eher so der Lucky-Luke-Typ, nicht Tim und Struppi. Also es sei denn, wenn du dir ganz sicher bist, dass er es weiß, dann... Nee, das... Okay, gut. Dann ist das... Ich glaube, dieses Abdrehen eben war nicht gespielt. Nicht gespielt, nicht so tun, als ob er so tut, als ob er so tut. Okay. Ich weiß, dass bei Tim und Struppi der Junge heißt Tim. Ja. Und wie heißt der Hund? Wie heißt der Hund? Der Hund heißt Struppi. Oh, sehr gut. Und dann, wer steht Ihnen bei Ihren Abenteuern zur Seite? Die Zwillinge heißen Schulze und Schulze. Scheiße, du weißt das alles. Mhm. Wer ist der ich Professor? Wusste, dass er Captain heißt und hatte dann aber irgendwie so Maddox. Maddox. Maddox geschrieben? Captain Maddox. Das ist falsch. Er heißt Haddock. Ist falsch. Die Münze bleibt bei dir. Du hast immer noch 3 Münzen und es steht 4-3. Wenn du die nächste Antwort richtig hast, gehört dir diese Show. Gott. Dann kann Joko dich... Will ich das überhaupt dann? Nicht. Oh, Mann! So, ich habe eine schöne neue Frage für euch. Um die Entstehungsgeschichte welches Songs dreht sich die Netflix-Doku The Greatest Night in Pop? Welcher Song ist gesucht? Oh, kann ich einen Stuhl haben? Mir ist wirklich richtig schwindelig. Möchtest du dich kurz auf den Boden setzen oder so? Das spielt er jetzt. Ach so. Der hat überhaupt nichts. Ein guter Arzt, so nachts Notaufnahme. Nee, verpiss dich. Der hat gar nichts. Oh, fuck. Oh, ich bin mir sogar ein bisschen sicher. The greatest night in Gott, pop. Okay, dann kann ich ja gar jetzt... nicht moderieren. Dann ich hab Angst. Aber vielleicht ist er auch völlig falsch. Hast du was? Ja. Er ist sich sogar relativ sicher. Er wieder sicher. Da mit seinem... Oh, fuck, wie heißt der Song? Ich, zu einer Tagliatelle da. Ich, Alter. Wollte gerade noch mal... Obwohl, wir seid dann ja auch meine Band, deswegen... Ich find dich super. Wow. Jetzt einfach schon durchdrehen. So. Mann! Folgendes. Von mir kriegt ihr sogar Gage. Nichts sagen. Publikum, nichts sagen. Bitte nicht helfen, jetzt im Publikum nichts sagen, keine Hinweise geben. Das ist aber auch wirklich falsch. Das wäre schön. Ich weiß nämlich nicht genau, wie das Lied heißt. Aber ich glaube, oh, es heißt oh, oh, oh Gott, dafür, dass du jetzt schon die Band auszahlen wolltest, ist das... Ich kann, das ist ja noch nicht vorbei. Warte doch mal, seid mal bitte leise. Ja, Entschuldigung.
The Greatest Night in Pop. Ja. Ah, fuck, ich hab's gesehen. Lionel Richie. Diese ganze Truppe da. Wie heißt dieser verfickte Song? Wow. Ah, oh, das ist falsch. Boah, das ist so ultra spannend. Denk noch mal an die Leute. Denk noch mal. Wirklich. Hey, Leute. Du musst leider was aufschreiben. Das ist der falsche Song. Ich krieg's nicht zusammen. Ich kotz gleich. Du hast aufgeschrieben? Ja. Es steht 4-3. Und wenn der Tommy jetzt die richtige Antwort hat, dann moderiert er nächste Woche diese Sendung. Verdammt noch mal. Ich will gar nicht. The Greatest Night in Pop ist eine Netflix-Doku. Die Entstehungsgeschichte von welchem Song ist das, Tommy? We Are The World. Das ist richtig! Oh nein. Das ist richtig! Damit steht fest! Ich habe Angst. Aber ja, du hast mich ja auch vollkommen zu Recht. Aber ich freue mich so. Da mache ich mir keine Sorgen. Vielen Dank, André Bauer. Vielen Dank, dass du gewinnen seid. Vielen Dank, Jara, Nina Zuber, Kurt Römer. Vielen Dank. Hey Leute, ich hoffe eh, dass ihr hier die Glocke abonniert habt oder wie das heißt. Aber wenn ihr weitere Videos sehen wollt, dann geht mal auf diesen Kanal hier unten. Und ansonsten habe ich auch noch den Wunsch, dass ihr ein Abo da lasst. Dafür müsst ihr einfach kurz hier oben draufklicken. Und hier unten, wenn ihr unten das Eck da reingeht, da könnt ihr ganze Folgen auf Join gucken. Also, egal was ihr von den drei Sachen macht, am besten alles. Aber schön wäre, wenn ihr eins macht. Dankeschön. Tschüss.